Hallo, herzlich willkommen und aus meiner Sicht guten Morgen. Ja, Cthulhu saves the world. Es ist für mich Samstag. Ich nehme mal wieder an dem Tag des Releases auf. Irgendwie wird das im Moment zur Gewohnheit. Ich komme irgendwie nicht dazu, Cthulhu mal in einen Rutsch aufzunehmen, mal so ein paar Folgen. Ich hoffe aber, dass ihr das jetzt mal hinkriegen werdet. Ich muss mir da jetzt unbedingt dieses Wochenende mal Zeit für nehmen. Denn es ist doch immer sehr anstrengend, morgens aus dem Bett fallen, rechnen und aufnehmen. Aber naja, wie heißt das schon? The show must go on. Und ich weiß nicht, bei diesem Projekt möchte ich jetzt auch keinen Ausfall eigentlich haben. Es ist ja zum Glück relativ schnuckelig vom Upload. Also zumindest selbst für meine Anbindung hier. Was ja schon viel heißt. Und dementsprechend geht es natürlich weiter mit unserem kleinen Freund Cthulhu auf Irrwegen hier durch die Anlage. Ich glaube, hier sind wir schon mal hochgegangen. Das war nämlich ein Weg, den wir genommen hatten. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal runter. Runter. Genau, runter. Gehen hier nochmal hoch. Und schauen uns hier einfach nochmal um. Aha, das wäre Sackgasse gewesen. Sackgasse. Gut, mal gucken, wo geht's denn? Dann müssen wir ja eigentlich wieder gleich rauskommen aus dem ganzen Ding hier, ne? Richtig! Auch lange keine Gegner mehr gewesen. Sind die, oh, keine Battles left. Wir haben echt alle erledigt. Ich muss mich jetzt mal wieder kurz an die Steuerung gewöhnen. Da-da-da-da-la-la. Ah, so. Ich glaube, da oben war der Dungeon, durch den wir durch mussten. Da ist aber eine schöne Wüste, die möchte ich aber auch erstmal. Und da geht's schon wieder los. Guten Morgen, da sind wir. Dem Bones und An Archer. Das heißt nicht Schütze, sondern der heißt mit Vornamen N. Die Eltern der beiden Zwillinge dachten, sie geben ihm denselben Namen. Weil sie so arm waren, konnten sie sich nur einen leisten. Und leider waren Mädchennamen gerade im Sonderangebot. Leider auch mit Schreibfehler bzw. fehlenden Buchstaben. So. Zum Glück wird man bei der überhaupt nicht lauten Musik. Wie gesagt, leiser kann ich sie ja nicht stellen. Mir dröhnt die echt auf den Ohren immer. Aber da wird man zum Glück wieder recht gut wach. Und das ist ja auch ganz formidabel. Magic, Flat, nein. Oh doch, warte mal, Magic. Lage. Und was machst du mal wieder? Ice Strike. Na komm, du hau mal da drauf. Und du machst mal Snowstorm noch auf die. Oh. Ja. Sie machen gut Damage, aber sie fressen auch zu viel von uns. Hallo Wald. Ach, ist das schön hier. Ja, und durch den Wald müssen wir leider hindurch. Haha. Gruselig. In an early build of the game, there was a bug that let you skip this dungeon. We're inside of the ghost forest. On the world map, didn't have proper obstruction mapping, so you could enter the forest. Dungeon from the south side, immediately exit. Walk through the forest on the world map, enter the north entrance and immediately exit to skip the whole thing. Needless to say, we fix this before release. Ja, also es gab wohl in der Vorversion, also wo es noch nicht ganz fertig war, gab es doch die Möglichkeit, den hier zu skippen, diesen Dungeon, indem man hier irgendwie über die Welt so einen kleinen Weg gefunden hat, um dann im Norden reinzugehen in den Wald und dann sofort wieder raus und schon war der geskippt. Aber das haben sie natürlich vor Release gefixt. Und was ich mir definitiv gleich angewöhnen sollte, wie der Safe Slotive Let's Play, kennen wir ja schon. Denn ich glaube nicht, dass wir hier sehr freundliche Gestalten finden werden. Oh, was ist das denn? Ist das eine Cthulhu? Komm, Chat! The town of Providence lies beyond the ghost forest. We should probably make that your next goal. Ja, immer noch dasselbe Murks. Dann wollen wir mal. Ah! What is this place? A cult worship site. We should be on our guard. That's a worship Cthulhu, right? We should be safe, right?
Not necessarily. Cultists aren't known for being reasonable. They will probably attack everyone on sight, even their own god. Oh man, sind die doof. You have some great followers. Ja, you're telling me. Sehr schön. Was verrückte Verfolger. Das sagst du mir. Ach du grüne Neune, Kultists. Mal gucken. Okay, da müssen wir auf jeden Fall ordentlich reinhauen. Das Schöne ist, es ist alles Kultists. Also, Day of a Tentacle. So, da, Slow Strike, nein, Magic, da, Plagge. Schaben. Ja. Und dazu nochmal eine schöne. Jo, einen kleinen Snowstorm. Ey, das ist unfair, ich zuerst. Egal, weg sind sie. Schön wäre es gewesen, wenn wir hier mal wieder unsere MP hätten auffüllen können. Dum, 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 dum. The Ghost Forest Dungeon is constructed in a way different than any other locations in the game. Instead of strictly using our normal tile system, here trees. Oh mein Gott. Ich sag so, guten Morgen, ich bin die Nachtschwester. Wie gesagt, sowas bitte noch ignorieren, man kann sich auch verlesen. Freeze our path directly onto certain locations. The whole process required a lot of annoying, difficult custom code to get working correctly, and the end result wasn't any better looking than the other dungeons, so we're definitely not going to do that again. Aha, sie haben also ein bisschen mehr Arbeit gemacht wegen den Bäumen, was auch unzählig viel mehr Quellcode zur Folge hatte, und es sah am Ende doch nicht besser aus als die anderen Dungeons, also haben sie es nicht mehr wiederholt. Ich hoffe, das ist so sinngemäß. Aber sieht schick aus. Ich weiß nicht, ich finde schick. Mistwölfe und Mistsnakes. Ah ne, nicht Mist, Mist. Verdammt, Mist. So, mal gucken, was machen wir denn mit denen mal? Oh yeah. Wenn ich wüsste, was die an Schaden verteilen, weil wir müssen unbedingt mal wieder MP sparen. So, jeder bekommt was. Viel Spaß. Okay, er macht ungefähr ihm 100. Sie macht dem weniger. Du machst mal den da mit. Du machst den da und du machst wieder die da. Umi ist gleich weg. Und Oktober hat's erwischt. Okay. Deckel! Komm, plagen wir mal. Ups, das war verkehrt. Nein! Getrei. Ohne Magie kommen wir hier echt nicht durch und das wird langsam echt böse. Dark Blast. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir hier noch ein ganzes Stück vor uns haben in diesem Wald. Tentacles. So, Magic Tempest und Magic Quake. So, das hat doch schon mal ein bisschen mehr was gebracht. So, und das kriegen wir jetzt auch so hin. Zack, 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 zack. So, ist gut. Da-dam, da-dam, da-da, da-dam. Es wird gar nicht mal so einfach, Sackgasse, hier schnellstmöglich hindurch zu gelangen. Dieser Nebel raubt mir die Sicht und meine Gicht erst. Na toll. Na, ein Unicorn. Hallo, fährt mit Dildo auf der Stirn. Aber wie kannst du? Das ist doch ein so majestätisches Tier. Es ist ein Pferd mit einem Schnelldildo auf dem Kopf. Punkt. So, One Group.
Lala. Alternativ müsste ich vielleicht wirklich mal sehen, dass wir mal... wie machen wir es denn? Du machst mal Plage. Multistrike. So, du machst den da. Und du machst einfach mal wieder einen Quake. Den haben wir schon mal los. Okay, zack, zack. Ja, das sollten wir jetzt hinkriegen. Komm. Jawohl. Level up für Cthulhu. Level 17. Vitalität und Willen oder Agilität. Ach komm. Und Umi. Maximal MP. Ich glaube, wir nehmen das mal. Aus einem einfachen Grunde, dann haben sie ein bisschen mehr. So, da geht's lang. Ich gehe mal hier unten rum. Das ist ja dann immer noch das Verzwickte. Ich muss hier unbedingt alles erforschen und entdecken. Und ich werde dann ja gleich direkt das diese Auffolge rendern und alles. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme schon gar nicht mehr wissen, wo ich hier lang muss. Tentakel! Das ist aber gemein. Wie machen wir das mal? Puppe-Tentakel, ich beschwöre dich. So. Ja, komm, du könntest hier jetzt eigentlich mal wieder irgendwie flat oder so machen. Tempest. Und Snowstorm. Das sollte mehr als ausreichen. Ich hab jetzt mal nicht geguckt, was die haben. Au! Nervzwerge. 7 MP kriegen wir zurück. Immerhin. Okay, jetzt stehen wir hier. Ja. Jetzt stehen wir da. Da sind wir hochgegangen, ne? Schwierig, schwierig. Also den hier zu durchcrawlen wird ein bisschen dauern, glaube ich. Ach ja, früher, ich sag mal so, solche Spiele. Wenn die Karten jetzt größer hier, die Dungeons, hätte ich hier mich auch früher echt hingesetzt und hätte mir Karten davon gezeichnet. So, jetzt können wir mal gucken. Och, 90, das war ja nicht viel. Guten Morgen. Das könnte böse werden. Random Enemies. One Enemy. Gucken wir mal, wie die auf Verrücktheit reagieren. So, du machst Ice Strike mal auf den. Ach ja, Oktober hatte sowas ja nicht. Und du machst das mal auf den. Aua! Sieht gut aus. Hihi! So, ich hoffe, die hauen sich mal gegenseitig. Das wäre mal schön. So, warte mal, kurz mal durchgeguckt. Okay, der fällt eh gleich um. Aha, haha. Okay, dann machen wir es mal einfach zack. Du machst mal einfach flat. Das sollte schon für den einen oder anderen hier reichen. Du haust da mal drauf und du da. Aua! Zack, zack, zack. Oh, na bitte, geht doch. Geht doch! Hoscha! Ich will an die Kiste da dran. Das ist meine Kiste. Hat er schon mal gesagt, dass das meine Kiste ist? Auf Irrwegen durch den Wald. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich hier lang muss. Das könnte hier da zum Eingang wieder zurückführen. Das sieht doch... Ach Gott, hier Tentakel. Da kommt, die können wir jetzt aber so machen. Lal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 a. Aua, aua, immer auf Oktober. So, weg sitze. MP maxen. Das sieht echt so aus, als wäre wir hier schon mal lang gekommen, ne? Ich glaube, wir nehmen mal den anderen. Oh, da machen wir wieder unseren kleinen Slowdown. Aber der ist schon wieder vorbei. Ist wunderschön. Ey! Nein, die sind ein bisschen böser. Naja, relativ. Sie machen einfach böse mehr Schaden. Tentacle. Nee.
Plage. Na doch, ich mache es einfach wieder Tempest. Und du darfst... Ah, hier kommt Snowstorm. Na, sollte die eigentlich fertig machen in einer Runde? Sag ich doch. So, an dieser Kreuzung werde ich wohl stehen bleiben und sage vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Wir machen natürlich hier mal den da. Und ja, bis zur nächsten Folge von Cthulhu Saves the World. Schon ja, nächsten Dienstag, wenn ihr das hier am Tag des Releases schaut. Bis dahin. Tschüss.